Ein neuer Tag auf Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden. Heute befinden wir uns wieder mal in unserer Ausstellung über den Schmalkaldischen Bund. Und heute möchte ich euch einfach mal zeigen, was uns auch passieren kann, wenn man bei der täglichen Arbeit ist. Erinnert ihr euch, durch diese Ausstellung führt Herzogin Elisabeth von Rochlitz als visueller Audioguide sozusagen. Was wir aus der Geschichte wissen, Elisabeth von Rochlitz war eine sehr burschikose Frau. Sie hat sehr, sehr deutlich und laut ihre Meinung gesagt, wenn ihr etwas gegen den Strich gegangen ist. Ich denke, wir haben das auch ganz gut umgesetzt. Aber bitte mal auf die Details achten. Verträge sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen! Was ist das für eine Zeit, in der sich selbst der Kaiser nicht an sein Wort hält? Memmingen, Minden, jetzt Esslingen! Heißt das etwa, die Prozesse am Reichskammergericht auszusetzen? Nein! Protestanten schließen mit dem Kaiser in Nürnberg einen Religionsfrieden, dass die Prozesse ausgesetzt werden sollen. Aber die Prozesse werden weitergeführt wie bisher. Diebstahl nennen sie es. Diebstahl, Diebstahl von Klöstern und Stiften. Diebstahl, ha, dass ich nicht lache! Tata. Tja, auch sowas passiert. Da engagiert man mit Lea Dräger, eine extra Polizeiruf, eine Tatortschauspielerin, die ihre Heimat am Gorki-Theater in Berlin hat. Man steckt sie in ein sehr, sehr teures Renaissance-Kostüm. Man dreht am authentischen Ort, dem Lutherhaus. Man dreht auch mit einem, das heißt direkt so, Renaissance-Licht. Und dann kommt diese doofe Steckdose ins Bild. Aber wir haben versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Nämlich dieses Löwenköpfchen, das zeichnet unsere Kinderebene. Dort sind Zettel drin, wo Aufgaben, Rätsel für Kinder sind. Und auf diesem Zettel steht beispielsweise drauf, in diesem Film seht ihr etwas, was es zur Elisabeths Zeit noch nicht gegeben hat. Findet es heraus und ihr bekommt einen Preis oben an der Museumskasse. Und heute möchte ich noch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen an die vielen Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die zum Teil unter Lebensgefahr einen ganz, ganz tollen Job machen. Vielen, vielen Dank dafür. Bis demnächst auf Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden.